Dieses Beispiel der ersten Gemeinde, von ihnen wird gesagt, sie wandelten in der Furcht des Herrn. Das wird der Schlüssel sein in der Zukunft. Über die Furcht des Herrn entscheidet sich, wer ist ein wahrer Gläubiger und wer ist jemand, der verführt werden wird und abfallen wird von Christus. Es wird sich über die Furcht des Herrn entscheiden.